Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ihr habt die grüne Farbe im Thumbnail sicherlich schon entdeckt. Ich gehe mal eben rein. Ja, wir haben den letzten CK gewonnen. So ein bisschen hat es ja auch schon angedroht. Aber dieses Mal haben wir wirklich taktisch cool agiert. Haben gar nicht mal so gute Angriffe gemacht, muss man sagen. Auch wir haben richtig viel hier verballert. Allerdings hat der Gegner mehr verballert als wir. Und das ist natürlich super für uns gewesen, keine Frage. Und am Ende dann doch noch, na, man sieht das, 49, 45 hier gewonnen. Wir haben auch sehr, sehr lange mit unseren letzten Angriffen hier gewartet, um abzuwarten, was macht der Gegner, wo macht der Gegner was. Denn der Gegner hat auch etliche Angriffe auf einige unserer Bases gelassen. Und deswegen haben wir hier auch wirklich extrem lange gewartet auf einige Kämpfe, aber... Ich habe mir natürlich noch ein paar rausgepickt, hier ein paar nette. Ich glaube, den hier haben wir nur ganz am Ende gesehen vom Jody. Also gucken wir uns den mal von Anfang an an. Mit was für einer Taktik ist er hier vorgegangen? Ah, okay. Der Jody ist, ist ein RH10er. RH9er. Und da ich ihn aber kenne, ist ein zweiter Korn vom Gara, glaube ich, weiß ich, dass er diese drei Golem-Strategie sehr, sehr mag. Und die ist auch ziemlich mächtig, muss ich sagen. Also die ist wirklich, wirklich nicht schlecht, obwohl die Golems hier gar nicht mal so gut jetzt, also sie tanken natürlich super, aber sie tanken nicht unbedingt die super Breite hier an der Stelle, kommen natürlich richtig krass in den Core dieser Base rein und er wartet auch richtig lange mit den Hogs, denn die sollen hier ja letztendlich für das Cleanup sorgen, Doppelbombe ausgelöst hier mittig am Rathaus. Und dann geht das hier jetzt Surgical in die Base hier mit den Hogs rein. Das muss ich sagen, ist auch wirklich krass, wenn man diese Taktik so ein bisschen beherrscht hier im RH9er Bereich. RH9 ist, finde ich, neben RH8 eine wirklich starke Rathausstufe, denn du hast echt viele Taktiken zur Verfügung und kannst hier sowohl im RH9 Bereich nett was dreiern und kannst unter Umständen hochgehen in den RH10 Bereich. Kannst da vielleicht ein, zwei Sterne machen. Also wirklich finde ich nach wie vor, RH9 ist eine ganz tolle Rathausstufe und weil du halt so viel reißen kannst, du hast so eine Unmenge an Taktiken hier, die du einsetzen kannst. Auch wenn hier jetzt noch ein paar Hogs liegen, hat er nur noch die Kanone jetzt und das war es dann letztendlich auch. Und aber richtig schöner Fight. Ich glaube, den haben wir ja im letzten Video auch am Ende gesehen. Da bin ich ja gerade noch so live reingekommen. Aber ich habe gedacht, der ist es auch nochmal wert, hier komplett zu zeigen. Also drei Golem-Strategie hier. Ich glaube, es gab auch einen englischen Begriff dafür. Boned oder stoned. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber ihr könnt euch das hier mal abpinnen. Also das ist wirklich eine nette Strategie hier. Mit einem Wut, einen Sprung, zwei Heil, fünf Bowlern in der Clanburg. 18 Hogs hast du dann sogar noch. Also das ist schon eine ganze Masse. Ein paar weniger Magier und die Helden sollten denn schon recht angepasst sein, muss ich sagen. Die Helden sind sowieso hier der Heilsbringer, sage ich mal. Sie sind hier der Schlüssel zum Spiel, finde ich. Und gehen hier mal einen höher. Das ist ein RH10 auf ein RH9. Ne, das ist ein 9,5, Entschuldigung, das ist ein 9,5. Und auch der Fife ist einer unserer Schweinereiter-Experten. Hat im ersten Angriff erstmal anders probiert, das hat nicht funktioniert. Da ist er leider mit 0 ausgegangen, das macht auch gar nichts. Also wir hatten auch dieses Mal im CK hier etliche Angriffe, die mit 0 Sternen leider ausgegangen sind. So ist das nun mal. Mal hast du Pech und mal gewinnen die anderen oder irgendwie heißt so ein komischer Spruch. Aber er schlägt dir schon mal so einen kleinen Funnel mit den Luckys. Was ich auch nicht schlecht finde, werde ich auch wieder ein bisschen einbauen, dass man sich schon mal die ersten Prozente wegsnaggelt und hier natürlich die Golem mit den Magiern jetzt den Weg Richtung Base direkt finden. Was hat er dabei? Er hat 20 Hogs auf 6. Okay, die 6er Hogs auf eine 9,5er Base sind natürlich da an der Stelle auch schon richtig nett und kommt hier auch gut mit dem Killsquad jetzt in die Base. Der King
geht jetzt zwar außenrum, aber das ist, glaube ich, an der Stelle nicht so schlimm. Wichtiger, viel, viel wichtiger ist die Queen in der Mitte, die sich jetzt mit den Magiern hier um die Clanburg kümmert. Dort waren Loons drin, ein paar Lakis, aber super gegiftet hier. Golems immer noch am Start, auch hier drei Golems. Die Queen löst jetzt eine Doppelbombe aus. Das ist natürlich richtig krass und super. Allerdings ist da hinten auch keine Death mehr, wo die Hawks reinreiten können. Also ganz egal. Richtig toller Fight hier vom Fifu auf die Nummer 13. Die haben wir mit unseren Neunern leider nicht gepackt. Ist auch eine relativ starke Base. Man sah das gerade noch hier mit den Infernos auf vollen Ausbau und auch die Bogenschützen-Türme. Die Magiertürme, alles RH10 Niveau und ja, so einer Base fehlt es halt am Inferno und deswegen sage ich auch sehr, sehr häufig, sind Opferbases. Sie können, wenn sie dann gut angreifen, natürlich auch viel reißen, aber der gegnerische Clan hat hier viele Sterne gelassen, hat auch gute Angriffe gemacht, keine Frage, ist auch ein starker Clan, war ja glaube ich Clan Level 12 und haben auch nett viel CK-Sterne schon hier gesammelt, also Kriegssterne gesammelt, beziehungsweise Clan-Level-Sterne gesammelt. Und aber so richtig schöner Drei-Stern hier und noch eine ganze Masse an Hocks. Also hier war auch Zeit ohne Ende. Tolles Ding vom FIFA. Ja, kann man, also gerade hier, wenn man solche Bases hat, ohne Inferno, Hocks auf Level 6 rocken. Rocken ohne Ende, richtig schönes Ding. Und wir gehen ein bisschen weiter nach oben. Ich muss mal eben schauen. Ah, der Gara hat noch die 12 gemacht. An der habe ich mich auch probiert, noch mit 73%. Das war aber auch mein letzter Fight. Und ich hatte, ja, muss ich sagen, ich hatte ein bisschen Zeitnot. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch 23 Minuten, glaube ich, Zeit, meinen zweiten Angriff zu machen. Weil ich auch sehr, sehr lange gewartet habe. Was muss ich noch machen? Ein RH10er oder ein RH11er vielleicht sogar nochmal. Aber ich habe mich dann für diese Base hier entschieden. Und da ich in etwa die passenden Truppen hatte, ich hatte auch eine Bowler-Kombi, also auch eine Golem-Bowler-Kombi, wie der Garagus hier auch hat. Aber Gara ist an der Stelle schon richtig starke Nummer. Stimmt. Oh, da vertue ich mich gerade. Ich glaube, als diese Base das erste Mal gemacht wurde, habe ich schon gesagt, ich würde einen Golaloon machen. Und genauso wie der Gara hier, glaube ich, reinkommt, wäre ich hier auch reingekommen. Exakt. Ja, ey, der Gara kopiert gerade meine Taktik hier. Also ich hätte diesen Gegner hier auch mit dem Golaloon gemacht, denn es bot sich einfach an, zwei Lars hier zu schaffen, die Queen zu schaffen, die Clanburg. Und jetzt hat er hier zwar noch ein bisschen an den Skellies zu fressen, aber er macht das hier auch am Ende. Habt ihr gerade gesehen, der Heilzauber, ja? Kein Inferno mehr hier. Heilzauber nochmal, die Loons schön durchgehalten und ich glaube, der letzte Hund ploppt hier auch gar nicht mehr auf, sodass er noch ein paar Welpen hier im Spiel hat. Nee, ploppt nicht mehr auf. Okay, dann wird es ein bisschen schwer im Cleanup, aber er hat noch ein paar Loons im Backend. Super gemacht hier. Starker Angriff. RH10 auf RH10. Und ja, ich konnte auch nicht mehr umbauen, sonst hätte ich diese Base wahrscheinlich auch im Golaloon gemacht. Ähnlich wie der Gara. Aber als sie das erste Mal gemacht wurde, hatte ich die Idee. Versuch mal Luft und jemand, der vielleicht nicht so luftfirm ist an der Stelle, schafft das dann auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir den Hocke hier schon hatten. 11 auf 10, beziehungsweise Rathaus 11 auf Rathaus 10. Wir nehmen ihn hier mal mit rein. Clanburg ganz easy zu locken. Jetzt kommt er hier hinten schon mit seinem Kill-Squad, bestehend aus Queen, King. Ah, erste La ist da schon weg. Okay, der hat die La hier komplett in den Ecken. Das ist natürlich für unseren Hocker auch ein gefundenes Fressen, denn der ist wirklich stark aus der Luft, vor allen Dingen, wenn es darum geht, hier die hohen Zehner zu machen. Und ich sehe das jetzt erst, dass der Gegner das so dermaßen in den Ecken stehen hatte. Hier mal gucken, ob die Bowler da oben die zweite La noch schaffen. Aber ich denke mal, eine reicht ihm an der Stelle. Und Queen geht jetzt noch durch, macht noch keine Mauer. Okay, jetzt zündet er den Warden. Perfekt gezündet, würde ich mal so sagen. Und mal sehen, ob die sich noch nach dem X-Bogen, schafft sie den noch? Schafft sie nicht mehr ganz. Mal sehen, ob der Warden den X-Bogen noch packt und danach auf die La geht. Das wäre natürlich optimal. Macht er sogar. Oh, der macht die La da hinten. Das ist natürlich krass. Und der Single Inferno hat ihn natürlich hier auch ein bisschen,
bisschen reingespielt, die letzten Hunde hinten auf die letzte La. Und so ist das hier auf diese verhältnismäßig kleine RH10-Base, finde ich, ist ein bisschen klein. Richtig krasser Dreistern gewesen und hat uns an der Stelle natürlich richtig weitergeholfen, denn RH11 auf RH10 im hohen Bereich hier ist das ist das fast immer der Schlüssel zum Erfolg. Außer du hast enorm viele Elfer zu machen im hohen Bereich. Das heißt also, dass du unbedingt auf 11 auf 11 hochgehen musst, weil die Zehner dort vielleicht Probleme haben. Und das ist ein toller Angriff hier von Hocke. Wunderbar, den haben wir fast in jedem Video. Stelle ich gerade mal so fest. Dann hauen wir uns hier den Dreier vom Sir Amelot mit rein. Sir Amelot auch ein frischer RH11 an der Stelle. Und gucken wir mal, wie er sich hier letztendlich hier durchschlägt. Mal schauen, was er da macht. Ah, er ist hier auch mit einem Bowler-Hexenangriff unterwegs. Ja, nach wie vor für mich keine Kombi, weil ich die Truppen nicht so schnell setzen kann. Aber der Sir Amelot macht das hier richtig krass. Ich habe den Angriff noch nicht gesehen. Also sehe den jetzt auch das allererste Mal live hier. Vieles ist ja recht zeitnah von mir aufgenommen, gerade wenn es um die Clankriege geht. Und der ist ja jetzt schon ein bisschen vorbei hier. Hab mich hier spät heute Abend nochmal vors Mikro geschwungen, um euch wirklich die CK-Angriffe hier komplett, aber halt zum Ende des Krieges zu zeigen. Manchmal mache ich das ja auch schon während des CKs, wo ich mir relativ sicher bin, dass wir gewinnen oder verlieren. Aber den sehe ich wirklich das erste Mal und okay, zweier Warden, den kann er noch nicht zünden, da muss er noch ein paar Level drauflegen. Und aber wie gesagt, der Sir Amelot ist auch ein frischer RH11 und da hast du natürlich erstmal nicht wirklich Zeit, unbedingt deine Helden zu leveln, sondern hast ein bisschen an der Base zu tun. Sicherlich zieht er den Warden recht fix hoch, denn mit einer 40er Kombi und dann auch einem 20er Warden kommt man hier im RH11 Bereich natürlich auch schon gut weit. Und so ist das hier ein richtig schöner Dreisterner geworden. Jawohl, super Sache. Und von unserem CK hier ist das ja mal wieder quasi eine Doppelfolge. Ja, aber wir hatten hier auch unsere Probleme. Ja, auch das kann man mal zeigen. An der Vierer-Base hier haben wir uns ja so ein bisschen festgefressen, muss ich sagen. Ich habe auch erst gedacht, machst du die mal mit deinem RH10, aber das war echt schon Brocken hier. Und ich meine, der Master hat hier jetzt einen Stern geholt, den gucken wir uns auch ruhig mal an. Dann sieht man auch mal, wie schwer das hier in den oberen Bereichen ist, überhaupt was zu reißen. Wenn ihr mal seht, hier auf der rechten Seite diese endlos vielen Lager, der Warden eiert darum und Mastengo auch hier mit einer Bowler-Hexen-Kombi. Ja, ich meine, da musst du wirklich alles reinbringen hier, dass die Truppen hier überhaupt den Weg Richtung Chor finden. Und er hat auch danach, glaube ich, geschrieben, oh, oder so ein Puh, na, so ein Mann. Also das war wirklich ein Brocken hier, die Vierer-Base. Da müssen wir mal sehen, wenn wir auf die nochmal treffen, wie man die am sinnvollsten knackt hier. Zumindest mit zwei Sternen. Nicht unbedingt mit drei Sternen in unserem Niveau. Aber mit zwei Sternen hier ist schon echt schwierig. Das Rathaus steht richtig kompakt da in der Mitte. Und so wie es der Gegner ja auch will, die Truppen laufen komplett außen rum. Ah, er ist aber ganz nah dran am Rathaus, aber trotzdem nicht gepackt. Ich meine, das ist, wenn wir mal gucken, ja, guckt euch das an, wie knapp das ist hier. Da schießt immer noch eine Hexe drauf. Aber die ist jetzt auch gerade im Fokus von der Adler-Dev. Und oh, guckt euch das an, wie knapp das war. Das war noch vielleicht 2-8 Schuss von der Hexe hier und dann wäre das Rathaus auch Geschichte gewesen und es wären zwei gewesen. Also es war so super knapp hier. Aber dennoch hier echt starke Base. Hut ab. Also der Kanash King hier. Super Teil. Muss man mal so sagen. Kann man nachbauen. Wirklich toller CK hier. Hat mich auch wirklich gefreut, dass wir so taktisch endlich mal wieder klug vorgegangen sind. Hier haben hier sehr, sehr lange gewartet. Und sind hier eigentlich am Ende erfolgreich gewesen. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Ich bin auch erfolgreich gewesen, denn
Ich habe doch ein bisschen was an Lot mitgenommen und bin in Champions League 3. Und ihr seht das, ich bin kurz vor meinem eigenen Best. Also mir fehlen noch 30 Pokale auf dem Kopf. Dann habe ich hier die oder meine Bestmarke geknackt. Vielleicht könnt ihr mir mal in den Kommentaren schreiben. Toto, geh mal weiter hier auf vielleicht doch mal einen kleinen Ausflug in die Titan League. Mal sehen, im Moment lasse ich es hier ganz chillig angehen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich hier in dieser Base nicht mehr so viel zu tun habe, außer die nächsten 129 Folgen Mauern. Denn ich muss noch 129 Mauern machen. Meine letzte Dev läuft in 23 Stunden aus. Das ist wirklich krass. Danach habe ich nur noch das Town Hall zu machen. Da freue ich mich besonders drauf, dass ich dann 5 Bobs hier frei habe, only für Mauern. Und wenn euch das Video gefallen hat, bleibt bei mir dran. Ich finde es wirklich super. Ich habe die vielen Kommentare gelesen. Die werde ich jetzt auch beantworten, zumindest eine ganz, ganz große Masse. Und ich verbleibe, euer Toto. Flashed.